Mein Name ist Tamara. Ich wohne hier mit meinem Mann und den beiden Kindern Valentin und Emma. Wir sind da in dem Haus jetzt schon seit über 10 Jahren und wir wohnen da in Liobendorf. Das ist an der Grenze zu Österreich, zu Salzburg. Besonders wichtig beim Hausbau war eigentlich, dass man wirklich auch in Richtung erneuerbare Energien schaut, dass man auch irgendwann einmal energietechnisch unabhängig oder unabhängiger wird. Und eben gerade mit Sonne kann man das wirklich ganz toll umsetzen in Form von einer PV-Anlage. Wir haben immer ein Passivhaus, das heißt Energiebedarf drinnen ist relativ gering. Wir können da ganz viel mit Sonne machen und durch die Lüftungsanlage haben wir da ein ganz tolles Wohnklima herinnen. Wir haben ganz anfangs war einfach nur die PV-Anlage und wir haben dann einmal, nach ein paar Jahren, haben wir dann ein Speichermodul dazu genommen. Einfach auch, damit wir wirklich auch in der Nacht den Strom, den man am Tag da vom Dach quasi runterholt, auch verwenden kann. Sei es jetzt für die Heizung oder wenn man halt auch mal die Waschmaschine oder auch den Geschirrspüler in der Nacht laufen lässt, dass man wirklich sagen kann, mit gutem Gewissen, den Strom haben wir untertags selber produziert und den nutzen wir jetzt einfach auch in der Nacht. Also zuallererst wird, wenn die ganzen Verbraucher im Haus bedient, sprich die Heizung, die Lüftung, die ganzen Küchengeräte. Und was da überbleibt, wird in die BYD, also in die Batterie gespeichert. Und wenn die zu 70% voll ist, die Batterie, dann wird der Rest, bevor er eingespeist wird, ins öffentliche Netz, ins Auto geladen. Und das kann natürlich durch diesen Wattpiloten, der halt dann auch geringe Mengen einspeisen kann ins Auto, ist halt das perfekt, weil da schon ab 1400 Watt das Auto geladen wird. Ja, also das war eigentlich dann die sinnvolle Ergänzung, dass man sagt, wir haben eine PV-Anlage, wir haben die Speicher und dann war eigentlich dann einmal naheliegend zu sagen, okay, wir legen unser E-Auto zu und dann haben wir uns eben auch für den Wattpilot von Fronius entschieden. Das ist einfach wirklich jetzt so dieses homogene System vom Dach über den Speicher und bis hinein in die Garage, dass man einfach da die Ladestation hat. Also die Hintergründe, warum wir uns dann für den Wattpilot entschieden haben, eben auch von Fronius wieder war, weil man sag mal so, mit dem Rest, mit dem Speicher und mit der PV-Anlage einfach super zufrieden sein, mit dem Wechselrichter, da eigentlich wirklich alles reibungslos läuft. Und dann haben wir gesagt, okay, natürlich dann auch den Wattpilot von Fronius. Und das Ganze ist einfach ein österreichisches Produkt und ist nicht irgendwo gefertigt. Also da hat man natürlich auch einfach ein besseres Gefühl dabei, dass das alles ein bisschen regionaler eben auch ist.